So, meine Damen und Herren, welcome back zu einer neuen Folge vom Let's Play Omni 2, dem Omnibus-Simulator. Und heute sind wir nach langer Zeit mal wieder auf der Karte Limetal V3 updated, anlässlich unserer letzten Leitstellenfahrt, die wir veranstaltet haben als Betrieb Omni Boss AG. Freunde, unser Community-Betrieb. Bewerbt euch gerne, kommt mit dazu, wenn ihr Lust habt. Da haben wir eine Leitsteinfahrt in der Nacht auf Limetal V3 updated gemacht und das Ganze jetzt nochmal im Video zu sehen. Natürlich wird das Video vor der Leitsteinfahrt aufgenommen, aber es kommt auf jeden Fall online erst nach der Leitsteinfahrt. Wir stehen hier auf dem wunderschönen Pausenplatz, dem Pausenacker vom Hauptbahnhof in Limetal und wollen uns anschauen, ja, das Nachtlinien-Pack. Das könnt ihr euch runterladen in der Omni 2 Webdisk, wenn ihr denn möchtet. Denn in Limetal gibt es für gewöhnlich keine Nachtlinien. Und hier bekommt ihr so ein paar Nachtlinien dazu. Insgesamt 5 Stück. Und eine davon schauen wir uns an mit unserem Fahrzeug, einem E-Citaro aus dem Hause Mercedes-Benz. Selbstverständlich. Eignet sich ja immer ganz gut, finde ich, für so eine Nachtlinie. Und passend dazu gibt es natürlich auch ein Limetal Repaint. Auch das gibt es in der Omni 2 Webdisk. Zero Emissionen, 0%, 100% elektrisch. Zero, DRVL, fährt elektrisch. Saubere Sache. Ja, genau. Kurz ins Stottern herkommen. Dann nehmen wir das Ganze mal ein. Müsste ich echt mal nachschauen, ey. Wenn die letzte Omni 2 Folge hier auf Limetal war. So ein bisschen in Vergessenheit gerät die Karte. Manchmal ist aber echt schön. Ich fahre sie auch ab und zu mal ganz gerne. Was? Fahrt vor 1398 Minuten. Nee, kann irgendwie noch nicht sein. Ja, jetzt hat das. Wir müssen nämlich noch einmal vorspulen gleich, denn die Nachtlinie fährt erst um 0.30 Uhr los. Das ist hier aber noch der Vortag, nämlich 23.48 Uhr. Ich habe mir mal ausgesucht, die Linie N42, das ist die kürzeste, die hier mitgeliefert wird. Die fährt vom Hauptbahnhof zum zentralen Omnibusbahnhof Altstadt. Und was mir direkt auffällt, für 20 Minuten sind es ganz schön viele Haltestellen. So typisch Nachtverkehr, auch mal so 2 Haltestellen in einer Minute. Ansonsten immer schön eine Minute oder 0 Minuten. Boah, das wird sportlich, Freunde. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Und starten die Karre mal. Werde ein bisschen was erzählen nebenbei. Zu diesem Nachtlinienpack. Machen uns das mal so ein bisschen bequem hier. Auch ewig nicht gefahren. Also im Let's Play sind wir den auch das ein oder andere Mal schon gefahren. Ich glaube zuletzt auf Alheim. Ja. Sieht aber ganz schön aus von innen auch, finde ich. Von außen, ja. Schön hier mit Weiß. Limetal ZOB Altstadt, die N42. Die Nachtlinien starten alle so ungefähr gegen 0 Uhr. In dem Falle hier 0.30 Uhr bei dem N42 ist auch, glaube ich, der einzige Kurs. Wenn ich mal schaue, der hat da 10 Minuten Pause. Fährt 20 zurück, das heißt, der wird dann wahrscheinlich einmal die Stunde fahren, der N42. Brauchst du natürlich auch bloß einen Bus dort einsetzen. Jetzt kommen wir zum ganz großen Nachteil. Es gibt leider keine Navigation hier unten auf der Minimap. Erste Problem. Zweite Problem. Es gibt keine Hilfspfeile. Drittes Problem. Hier an den Haltestellen steht auch nicht die Nachtlinie jeweils dran. Das heißt also, man hat hier an der Karte nichts verändert, sondern es gibt nur ein paar Linien dazu. Man kann jetzt natürlich anhand der elektronischen Informationen hier schauen, wo man abfahren muss. Das geht aber auch nur da, wo die vorhanden sind, nämlich hier zum Beispiel am Hauptbahnhof. Finde ich jetzt nicht so dolle. Ja. Finde ich jetzt nicht so dolle. Auch hier an den Hilfsfeinen steht die N42 nicht drin. Ich spule mal ein bisschen vor. Und schau mal, ob wir irgendwo jetzt dran stehen. Da stehen wir dran. Ja.
Allerdings hat man hier mal ein paar Fahrpläne erstellt. Ja, und so Haltestellenpläne. Gut, okay. Dafür gibt es keine Hilfsfälle. Dafür wissen wir nicht, wo wir langfahren müssen. Aber Fahrpläne und Haltestellenpläne gibt es. Die findet ihr im Ordner Add-ons. Also OMSI 2 Add-ons. Und dann hat man da einen eigenen Ordner schön mit Dateien vollgepackt, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich habe auf jeden Fall kein Interesse daran. So. Dann fahren wir los. Ich fahre ja gelegentlich mal selber auch Nächste auf Haltestelle, Lemmental. Lemmental, Ich Leibniz-Platz. versuche mal den Weg irgendwie ohne alles Mögliche zu finden hier. Anhand der Minimap. So, war das hier? Jetzt stehen wir da natürlich nicht mehr dran, ne? Oder war das da vorne? Ne, da war es. Okay, eine weiter. Wenn ihr jetzt keinen Bus habt, der automatisch schildert, auch kein Problem, dann gebt ihr einfach ein als Linie 04200 und dann entsprechend die Route 1 oder 2. Das funktioniert auch bei allen Nachtlinien so, außer bei der N40. Denn es gibt hier bereits eine Tagesbuslinie Hallo. 40. Nabend. Es gibt hier bereits eine Tagesbuslinie 40 und deswegen würde das dort kollidieren. Dort müsst ihr die Route 12 oder Route 11 entsprechend auswählen, ja. Ansonsten bei der N41, N42, N43 und N45 geht es jeweils mit 42.00, 43.00 und so weiter und so fort. Dann hat man hier ähnlich, wie man es bei den Tagesbuslinien von Lemmental kennt, also dieses Nachtbuslinien-Update, dieses Pack, was ihr euch hier runterladen könnt, ja, diese kleine Modifikation, kommt nicht vom Originalerbauer von Lemmental. Das ist ja ein anderer Entwickler. Und das fand ich ganz witzig, das möchte ich bitte auch nochmal erklären. Die fünfstellige Umlaufnummer hat hier auch nochmal eine Bedeutung. So wie bei den Tagesbuslinien auch. In dem Falle hat man uns hier erklärt, die erste Ziffer steht für den Tag. Das heißt, die zwei für Samstag. Das ist schon mal richtig, denn jetzt ist Samstag. Ich dachte, vielleicht können wir Manfred nochmal zur Party fahren, zur Ü40-Party. Und die zweite Zahl steht für den Operator, ja, steht hier, warum man nicht auf Deutsch schreiben kann, weiß ich nicht. Also für das Unternehmen, in dem Falle, es fährt alles die AVL nachts. Und die dritte Zahl ist ganz witzig, die steht nämlich für den eingesetzten Bustyp. Eins für Gelenk, zwei für Solo, drei für 15 Meter und vier für 10 Meter oder weniger. Wir haben eine Null stehen, ja. Deswegen dachte ich, schönen Dank, nehmen wir einfach einen elektrischen oder so. Also muss man alles nicht verstehen. Wenn man sich sowas schon einfallen lässt, dann sollte das auch halbwegs stimmig sein. Naja, so, wo fahren wir denn jetzt überhaupt lang? Wir fahren Leibnizplatz, ja, das kenne ich. Bonner Gürtel, ja, so ein bisschen kenne ich das. Mal schauen. Mal schauen, ob wir den Weg finden. Wirklich schade, dass man überhaupt gar keine Orientierung hier hat. Will auch keiner mehr mit. Scheint hier nicht allzu viel los zu sein. Wo absolut gar nichts los ist, wo hier die Nachtlinien nicht fahren und wo die Bürgersteige hochgeklappt werden, das ist zwischen 2 und 3 Uhr. Das ist jetzt kein Scherz. Zwischen 2 und 3 Uhr fährt hier kein Nachtbus. Da könnte er allerdings ja als Betriebsfahrt wohl fahren. Nächste Haltestelle, Lemmental, Leibnizplatz. Das hat den folgenden Grund, weil der Hauptentwickler, ja, der eigentliche Autor der Karte damals, das so eingestellt hatte. Du musst ohne blinken, wenn du in den Kreisverkehr einfährst, Opa. Ja, warum auch immer. Also da sind wirklich die Anzahl der Fahrgäste auf 0 in der Stunde, kann man wohl einstellen. Ist hier jetzt ein bisschen blöd. Aber gut, dann ist da einmal wohl Betriebsschluss um 2 Uhr. Um 3 Uhr geht es dann wieder los hier mit den Nachtlinien. Man hat das wohl irgendwie mit Betriebsfahrten überbrückt. Hallo. Da schön.
Hat natürlich auch den Vorteil, der Entwickler dieses Linienpacks hier, der hat hier eigentlich nichts verändert an der Karte. Das heißt also, die Gefahr, dass ihr euch hier irgendwas kaputt macht, wenn ihr euch das installiert hier, wie wir es ja auch schon öfter hatten bei anderen Linienerweiterungen, die Gefahr ist hier eigentlich gleich null. Das ist ganz gut. Könnt auf Nummer sicher gehen. Ja, die Linien fahren von Montag bis Freitag zwischen 0 Uhr und 2.30 Uhr. Am Samstag fahren die zwischen 0 Uhr und 5 Uhr, machen aber ein bisschen Pause zwischen 2 und 3. Und Sonntag dann von 0 bis 6 jeweils auch mit Pause zwischen 2 und 3. 45 bis 60 Minuten ungefähr. Das müsst ihr wissen. Das heißt also, unter der Woche fahren sie bis 2.30 Uhr noch, der letzte. Und dann wahrscheinlich morgens um 4 Uhr dann der erste Tagesbus oder so wieder. Da fährt dann also nicht der Nachtbus noch weiter. Ja, Autor dieses ganzen Spektakels hier, dieser Modifikation, ist TFC. Und da hat es bei mir gleich Klick gemacht. TFC hat auch ein schönes Linienpack für Arlheim-Laurensbach updated gemacht. Wird der eine oder andere sicherlich kennen. TFC Linienpack für Arlheim-Laurensbach updated. Also gehe ich mal von einer sehr hohen Qualität hier aus. Fand ich schon immer ein bisschen schade, dass man in Lemmental keine Nachtlinien hat. Ich glaube, so fünf kleine Nachtlinien sind ganz nett, wenn die einmal im Stundentakt fahren. Hab da jetzt aber auch nicht sonderlich viele Kurse, das muss man auch dazu sagen, ja. Also die N41 würde von Königsrath nach Stümpf noch fahren. Die N40 vom Nauenweg nach Hoheneck und die N43 von Nauenweg nach Trenbach. Erkennt man auch so ein bisschen die Tagesbuslinien wieder, oder? So, Manfred will nicht mit. So, elektrisch durch die Nacht. Ja, finde ich, Elektrobusse machen im Nachtverkehr durchaus Sinn. Wenn die dann einen Dienst mehr oder weniger fahren, einen Nachtdienst komplett, dann sind sie mit ihrer Reichweite auch so weit durch. Es sei denn jetzt so die neueren Elektrobusse oder ja, Ebusco auch, ne? Die sind so, hält ein bisschen länger durch. Schauen wir mal, wie wir hier mit den Zeiten klarkommen. So, und die N45 wollen wir natürlich auch noch erwähnen, ne? Die fährt von Schartenburg bis nach Birkenfors. Das sind auch zwei ganz komische Endhaltestellen. Tja, so sieht's aus. Wenn ihr Interesse habt an weiteren Nachtlinien, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann können wir gerne hier nochmal einen Nachtbus fahren. Ihr habt ja, glaube ich, in der letzten Nachtbusfolge, das war in Berlin, hat ja geschrieben, Mensch, so ein Nachtbus hier im Let's Play ist eigentlich auch ganz cool. Kannst du gerne mal öfter zeigen. Das ist tatsächlich was, was ich bisher immer relativ selten gezeigt habe. So, nur heute noch hier, komm hier, hässlicher Opa und Krähe, Dach, komm rin. Was ein bisschen schade ist, ja gut, wir in Lemmental sind sonst keine Nachtlinien gewesen, aber
Natürlich wäre es schön, wenn die Ampeln hier auch aus wären oder so, ne? Im Nachtverkehr ist bei den wenigsten OMSI-Karten der Fall, dass man sowas hat, dass nachts die Ampeln aus sind. Wäre in so einer Stadt wie Lemmental eigentlich realistisch, ja? So eine kleine Pissstadt, naja. Große sind nicht, hat ja nicht mal Nachtlinien gehabt hier, ursprünglich. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man hier alle Ampeln anlässt. Aber gut. Weil ich bin eigentlich auch der Meinung, so eine knappen Fahrzeiten bei einem Nachtverkehr. Ihr seht hier den Fahrplan und so ist es in der Realität ja oft auch bei Nachtlinien. Das wird halt. Oh, hier ist ja die Haltestelle schon hoch. Nein, Jott, der fährt ja, das ist ja Das wird halt nur unglaublich. gemacht, weil die Da Ampeln bist da du so aus wahrscheinlich sind. gewonnen, oder was? Ja, naja, wenn Manfred sich da so Oh. versteckt, ich habe hier kein Navi heute. Eingetragen auf der Minimap ist die eigentlich viel weiter vorne. Ja, Manfred, nächstes Mal hier, Mensch, die kann man doch eigentlich nicht übersehen. Nächstes Mal bitte mit der Taschenlampe hinstellen oder so. Oder ziehst dir eine Warnweste an, aber gibt's wahrscheinlich ja nicht in deiner Größe oder so. War? Du Penner. So, hier weiß ich nicht, hier sagt einem das doch keiner. Wie muss man hier fahren? Weiß ich nicht, wofür das Sondersignal hier ist, ob das zum Abbiegen ist. Vermute ist das Sondersignal zum geradeausfahren, wa? Naja, war es auch. Gut. Aber was schön ist, hier ist deutlich weniger Verkehr als am Tage auf Lemmental. Also es fällt mir direkt hier auf. Eigentlich nicht viel los, so soll es auch sein und so muss das auch sein auf so einer Karte. So, auch du brauchst nie blinken, wenn du hier rennen fährst. Ah, die OMSI-KI, Alter. Wie maximal bescheuert ihr seid, Junge. Die drehen hier auch immer 80 Runden in dem Kreisverkehr. Hallo? Wie viele Runden wollt ihr noch drehen? Hallo? Wir sind ja nicht auf dem Rummel. Hallo? Aha. Ja, er hat noch keinen Drehwurm. Bescheuert hier. Und schauen wir uns das Spiel doch mal an. Er fährt uns erstmal eine Karre rein. Auch gut. Ja. OMSI-KI, ey. Bescheuerter geht's wieder eher nicht. So. Dann fahren wir weiter. Also die N40, die würde noch 30 Minuten gehen. Die N41 würde 45 Minuten gehen. Das ist die längste Nachtbuslinie hier. Sicherlich auch mal interessant, gerade auch so für einen Livestream oder so. Na, auf Twitch, Freunde, ne? Flo540 auf Twitch. Leute, da unbedingt einschalten. Oder zumindest mal ein Follow da lassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, unser Ansagensprecher hat auch schon aufgegeben. Und bitte entschuldigt, dass hier die Fahrgäste so dermaßen hässlich aussehen. Ist wirklich nur auf Lemmt, also. Ich meine, ich weiß nicht, was mit denen passiert ist. Ich glaube, es ist hier einfach eine einzige Inzeststadt oder so. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich hatte hier auch mal so ein komisches. Kennt einer noch Games Ari? Ari? Ary geschrieben. Games Ary. Da hatte ich mal auch so ein KI-Pack für die Menschen, wo es diese Payware-Dinger alle noch nicht gab.
die sahen auch richtig gruselig aus. Ich glaube, das sind ja noch irgendwie die Rückstände von Lemmental. Also, die hätte ich mal bei Lemmental eingefügt und seitdem ist hier Inzest ausgebrochen oder so auf der Karte. Ja, Freunde, wirklich gruselig. Ich wurde letztens übrigens mal wieder gefragt, wie es denn aussehen würde, dass ich mir dann mal diese KI-Menschen kaufen soll und... Guten Tag. Guten Tag. Und das wäre ganz wichtig, dass ich mir die dann installiere und nicht immer nur mit den Standard-Omsi-Menschen fahren würde. Wo ich nochmal sagen muss, ja Freunde, ich hab die ja. Also ich hab, glaube ich, dieses Volume 3 oder Volume 5. Ich hab... irgendein Pack habe ich davon. So, die hatte ich auch mal installiert, auch in ein, zwei Let's Play-Folgen dann mal mit drinne. Und sobald du dann Omsi ja, neu aufsetzt, auf Fehler überprüfst, neu installierst, etc., dann wird das alles ja quasi auf Werkseinstellung zurückgesetzt. So, du musst ja für jede Karte einzeln die Leutchen da ändern. Und das wird halt dann in dem Falle jedes Mal zurückgesetzt. Und das ist bei mir passiert und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist halt auch jedes Mal ein Kraftakt. Hallo. Daschen. Das ist ja nicht so, dass du da auf den Knopf drückst und dann war es das auch schon. Nee, so einfach geht's eben nicht. Nächste Haltestelle, Lemmental Markt. Ja, das muss jedes Mal in irgendwelchen dämlichen Textdateien geändert werden und für jede Karte einzeln vor allem. Finde ich auch richtig, richtig nervig. Sodass ich gesagt habe, nee, also das tue ich mir nicht mehr an. Nur damit dann bei irgendeinem Steam-Update oder einer Überschreibung oder was auch immer der da wieder macht, damit man mir das da wieder rausnimmt, nee. Und das ist ja das, was ich an den KI-Menschen-Add-ons halt auch so sehr kritisiere. Klar, es geht nicht anders, aber dann dafür so viel Geld zu verlangen, dass ich mich hier selber noch eine halbe Stunde hinsetzen muss, pro Karte wohlgemerkt, und diese Menschen einfügen muss, das ist mir einfach zu umständlich, ne? Sei ganz ehrlich. Für den Preis ist mir das zu umständlich. Einmal Schüler, bitte. Ja, wie da um die Uhrzeit, Schüler? Du bist doch sturzbetrunken hier. Ihr riecht doch, haben sie noch gesoffen hier, oder was los? Danke. Bitte. Ist ja hier am Markt eingestiegen. Ja, bestimmt hier noch in der Kneipe gewesen am Markt. Ja, Nachtlinien haben Lemmental immer gefehlt. Und was auch so ein bisschen gefehlt, da waren so Krone-Events oder so auf Lemmental. Also eigentlich eine schöne, kultige Karte, aber so... Ja, so ein paar gewisse Extras wären noch schön gewesen. Was Lemmental aber dafür immer hat, sind Repaints. Also gerade beim Facelift ist wirklich Wahnsinn, wie viele Repaints da auf einmal mit bei sind. Mit allen möglichen Werbungen dabei von Firmen, die gibt es ja nicht mehr. So, um nochmal da weiterzumachen. Die N42, die wir jetzt hier gerade fahren, kürzeste Linie von allen mit 20 Minuten Fahrzeit. Die N43 hatte 30 Minuten. Also Ansagensprecher hat gar keinen Bock mehr. So, komm rin, ich hab ein Parkettboden ausgelegt. Guten Tag. Nur für dich, mein Bester. Genau, noch schön Ticket stempeln, wa? So, und die N45. Die hat 35 Minuten. Und ich bin der Meinung, die fahren noch alle über den Hauptbahnhof. Das haben wir vorhin gesehen. Dass die sich dann da treffen, ist für mich immer so. Nächste Haltestelle. Lemmental Stadthaus. Das ist für mich immer so der Ort, wo ich nicht hin möchte auf Lemmental. V3. Weil dieser Hauptbahnhof einfach dermaßen dämlich ist. Vom Konzept her und wie man da fahren muss.
das macht echt keinen Spaß. Und ich fahre immer falsch. Ich fahre immer die falsche Seite an, ich fahre immer die falsche Position, habt ihr vorhin ja auch gesehen. Schön die falsche Haltestelle wieder. Jedes Mal. Okay, ich bin da bestimmt schon 100 Mal lang gefahren. Nächste Haltestelle, Lemmental Technologiezentrum. So, steigen Sie aus. Und da fährt er. Unser Mercedes-Benz-E-Citaro. Sehr, sehr schön. Macht er die Nacht hier unsicher. Prozent Ökostrom im Tank. Ja, vor allem im Tank, ne? So, jetzt sind wir einmal eine Schleife gefahren hier, ne? Habt ihr gesehen? Um hier die Assis, die hier noch wohnen, auch noch einen Bus vor die Tür lang zu schicken, damit sie nicht bis vorne zur Hauptstraße laufen müssen. Ist das so hier der Blockmacherring von Lemmental oder was? Blockmacher-Ring kennt ihr, oder, Freunde? Na, ihr seht nicht genauso aus, aber genauso hässlich. In Rostock, groß-klein. Sehr sehenswert. Sich da, gebt da einfach mal ein bei YouTube. Rostock-Blockmacher-Ring. Legendär. Legendär, Freunde. Also wer Harz und Herzlich gerne guckt, der wird da glücklich werden. Hier wohnen ja nur Assis. Mal guckt euch mal die Bauten hier an. Gut, jetzt kommt die Polizeidirektion. Ja, das ist wichtig. Gleich neben den Assi-Blöcken. Das ist natürlich das Polizeipräsidium aus Ruhleben. Hier rechts. Stand früher auch mal am Goetheplatz in Gladbeck. Die Karte noch Freeware war. Damals, ja. Einmal normal, bitte. Danke. Bitte. E-Citaro immer noch ein sehr schönes Fahrzeug, fahre ich wirklich sehr gerne. Obwohl er von Darius Bode ist, ja. Sonst nicht so der größte Fan von dem sein müssen, aber in dem Falle muss man sagen, der E-Citaro fährt sich relativ angenehm. Ich meine, wenn ich jetzt hier wieder den linken Spiegel sehe, ey, da könnte ich kotzen. Ja, warum? Warum macht man sowas? Das wäre ja selbst bei Freeware eine Frechheit. Aber das ist halt auch ein Fehler oder mit Absicht so gewollt, das hat man immer und immer und immer wieder halt verkauft, ne? Man nie geändert. Hallo. Da schön.
Na, ihr alten Besowskis, war, habt ihr euch noch schön abgeschossen oder fahrt ihr jetzt erst zur Party? Bis 6 Uhr fahren die Nachtbusse, habe ich gehört, von Samstag auf Sonntag. Ne, die wollen jetzt alle zur Bahn. Die fahren in den Nachbarort, weil hier werden ja um 2 Uhr nachts die Bürgersteige hochgeklappt, haben wir gelernt. Die fahren jetzt in den Nachbarort und werden sich jetzt erstmal richtig besaufen. Solange nicht Harald Krull wieder in unserem Bus einsteigt, wie in Manningen, Freunde, schaut gerne nochmal rein in das Video. Nachtbus auf Manningen. Das war schon wild. So, was fährt denn hier noch? U-Bahnhof Rathaus Spandau. Ja, nix. Ja, hier haben sie jetzt schon die Bürgersteige hochgeklappt. Okay. Ja, das Geile ist halt wirklich extrem wenig Verkehr. Und ich möchte sagen, sehr realistischer Nachtverkehr, wirklich. Nächste Haltestelle, Lemmental-Engelsfuhr. Das ist sehr, sehr angenehm hier. Also allgemein Nachtverkehr, ja. Nachts irgendwie zu fahren ist sehr entspannt. Keiner, der so wirklich nervt. Guten Tag. Taschen. Ja, Fazit am Ende. Schöne Nachtlinie. Schöne Streckenführung. Auch sinnvolle Streckenführung. Die Zeiten sind wie in der Realität sehr, sehr knapp. Aber ihr seht es gerade, wir sind bei minus 0,1. Also wirklich ganz exakt. Man muss sagen, man kann die Zeiten schaffen, ja. Aber man darf halt nicht trödeln. Ja, ist jetzt nicht so, ach, das schön. Jo, man kann ja ganz gemütlich durch die Nacht hier schippern. Nee, das ist nicht. Man muss schon Gas geben. Wie am Tage auch. Ja, man kann sich hier nicht entspannt zurücklegen. Jetzt würde mich natürlich nur interessieren, habt ihr dieses Linienpack schon? Nächste Haltestelle, Lemmental ZOB, Altstadt. Damit hat dieser Bus sein Fahrziel erreicht und endet hier. Bitte achten Sie beim Verlassen des Busses darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Oder wollt ihr euch das jetzt vielleicht sogar holen? Dann schreibt sie ja in die Kommentare. Ja, schade, dass sie hier auch nicht aussteigen. Weil wir haben jetzt nämlich Pause. Zu piepen hier. Na, MAN piept ja mittlerweile rum, wenn man auch. Also, Feststellbremse drin, Fahrertür auf, Gang aber nicht draußen. MAN piept komplett rum mittlerweile. Ja, New Line City. So, das soll jetzt gewesen sein. Durch die Nacht in Lemmental. Also, ich fand das ja durchaus ganz cool. Also, könnte ich mir vorstellen, gerade für einen Livestream etc. Schöne Alternative. Ja. Von mir aus, wirklich Download-Empfehlung. Gönnt's euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.